Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha Brothers. Heute habe ich mal wieder einen neuen Tabak für euch mit dabei und zwar einen, den ich ja im letzten Unboxing ausgepackt habe und wo ihr euch gewünscht habt, dass ich den nochmal vorstellen könnte. Im letzten Video wurde sich übrigens aufgeregt darüber, dass der Alfons so schlechte Laune hatte, deswegen habe ich ihm heute nochmal einen Witz erzählt vor der Aufnahme und ja, ihr seht's ja, heute ist die Laune wieder ein bisschen besser. Jetzt kommen wir aber zum Eingemachten. Ich stelle euch heute den Scorpion Tobacco Melo Power vor. Den könnt ihr für einen Preis von 16,90 Euro auf 200 Gramm kaufen und wie das Dosendesign, der Schnitt und der Kopfbau aussehen, zeige ich euch jetzt. Schauen wir uns mal das Dosendesign an. Ja, das Ganze kommt in einer schwarzen Plastikdose, relativ unspektakulär. Obendrauf haben wir nur Warnhinweise. Vorne drauf haben wir einmal das Logo Scorpion Tobacco, die Sortenbezeichnung Melo Power, einen Löwen, der wird, denke ich mal, auf jeder Dose drauf sein, hat jetzt wahrscheinlich nichts mit der Sorte zu tun. Farblich oder hintergrundtechnisch ist das Ganze in Rot gehalten mit schwarzen Punkten, was, denke ich mal, ein Hinweis auf die Sorte sein soll. Kommen wir mal zum Schnitt. Schnitttechnisch würde ich sagen, haben wir hier einen mittleren bis fast schon groben Schnitt. Also wir haben tatsächlich einige größere Tabakblättchen mit drin. Ästchen haben wir tatsächlich einige wenige. Die sind von der Größe aber völlig in Ordnung. Von der Molasse ist das Ganze auch recht in Ordnung. Wir haben hier ja nicht zu feuchten, nicht zu trockenen Tabak. Eingezogen ist das Ganze auch relativ gut. Am Dosenboden hat sich ein kleines bisschen was abgesetzt. Wenn wir dann aber nochmal durchrühren, sollte das, denke ich, auch geklärt sein. Kommen wir zum Kopfbau. Gebaut wird das Ganze heute im komplett mattschwarzen Lidlip. So ist unser Kopfbau jetzt geworden, ließ sich eigentlich recht unkompliziert bauen. Ich würde sagen, wir haben hier wieder ein mittleres Noppenkontakt-Setup, sogar ein bisschen drüber über den Rand, aber wirklich nur minimal. Ich packe den Kopf auf die Pfeife und wir unterhalten uns wie immer ein bisschen über den Tabak. Geschmacklich soll der Tabak tatsächlich in eine Wassermelone-Energy-Richtung gehen. Ich hatte auch auf einer Seite gelesen, dass es Wassermelone-Red Bull sein soll. Aber ob das stimmt, dem Ganzen würde ich sagen, gehen wir auf die Spur. Ich mache die Dose auf und riech mal dran. Also, wenn man die Dose aufmacht, muss ich sagen, schießt einem schon wieder so ein typischer Wassermelonen-Touch in die Nase. Das ist auf jeden Fall auch hier wieder eine künstliche Wassermelone. Hatte ich schon beim Holster Watermelon Punch gesagt, dass mich das aber bei Wassermelone nicht so sehr stört. Ist eine sehr süße Wassermelone, es kommt auch eine gewisse frische Note mit, aber es ist tatsächlich auch so ein leichter Energy-Touch mit dabei. Ja, auf jeden Fall wie so ein kohlensäureartiges Kribbeln in der Nase, das kommt da auch noch mit rum. Dass es Red Bull ist, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht behaupten. Alles in allem auf jeden Fall interessanter Geschmack, macht Lust auf mehr und ich würde sagen, ich rauche das Ganze mal an und wir sehen uns bei der Rauchentwicklung. Angezogen ist das Ganze und wie immer nehme ich einen kräftigen Zug und wir schauen uns an, wie das Ganze quarzt. Ja, schöne, dichte, weiße Wolke, ich sage es immer wieder gern. Also Rauchentwicklung ist wirklich top. Ganz kurz zum Setup, wir rauchen wieder in der Mouse Breeze 2 in der schwarzen Ausführung, also schwarzer Bowl, schwarzer Sleeve, komplett matt schwarzer Funnel, Hukain Lidlip. Beim nächsten Mal nehmen wir aber mal eine andere Pfeife von da hinten, vielleicht eine, die da zum Beispiel, oder die da. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, welche euch da lieber wäre. Zwei Kohlen sind drin, eine auf Kipp, das Ganze in der Carlot Lotus 1 Plus in Neris. Was die Hitze angeht, kann ich sagen, ist das Ganze auf jeden Fall absolut hitzeverträglich. Also kein Kratzen, kein Drücken, kein gar nichts. Das funktioniert alles wunderbar. Geschmacklich muss ich sagen, ist es auf jeden Fall ein solider Tabak. Es kommt auf jeden Fall eine Wassermelonennote durch. Die ist auch gut intensiv, sage ich mal. Ich finde sie allerdings nicht ganz so fruchtig, nicht ganz so süß wie den Holster Watermill Punch, den ich ja auch schon vor einer Weile getestet habe. Eine leichte kühlende Note ist definitiv auch dabei, genauso wie im Geruch. Von der Energy-Note muss ich sagen, ja, kann man erahnen, ist maximal ganz leicht im Hintergrund mit dabei. Ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, ja, da kommt eine kräftige Energy-Note durch, sondern die ist wirklich ganz, ganz dezent und leicht im Hintergrund. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist allerdings, dass dieser chemische Wassermelonengeschmack nicht ganz so extrem im Geschmack durchkommt wie beim Geruch.
Kommen wir zur Bewertung. Ich würde dem Tabak 8 Punkte geben. Es ist für mich ein solider Wassermelonentabak. Es könnte für meinen Geschmack allerdings noch ein Stück fruchtiger, ein Stück ja, kräftiger sein. Also das Wassermelonenaroma gerade in Kombination mit Energy-Geschmack. Energy ist für mich eigentlich immer so ja, ein Indikator für ein zuckersüßes Getränk. Von daher könnte auch der Tabak dementsprechend einfach noch ein Ticken süßer sein für mich. Alles in allem aber wie gesagt ein solider Tabak, ein solider Wassermelonentabak, den man auf jeden Fall rauchen kann. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Scorpion Tobacco Melo Power schon getestet habt, was eure Meinung dazu ist, ob ihr vielleicht andere Sorten von dem Hersteller kennt. Wie gesagt, ich kannte ihn ja vorher noch gar nicht, habe den Tabak mehr oder weniger durch Zufall einfach mal eingepackt. Ich muss sagen, hat sich ganz gut geschlagen. Wenn ihr noch weitere Sorten von dem Hersteller empfehlen könnt, schreibt es mir wie gesagt gerne in die Kommentare. Dann war es das an der Stelle auch schon wieder. Uns beiden bleibt wie immer nichts anderes übrig, außer zu sagen, ist das Däumchen oben, wird man dich loben. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.